Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. Overwatch Ranked ist mal wieder in Klammern gesetzt, oder das Ranked ist in Klammern gesetzt, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, weil in den letzten Folgen war es ja auch so. Wir spielen nämlich 3 gegen 3. Steht auch auf dem Thumbnail wahrscheinlich, also von daher sehr, sehr offensichtlich. In der letzten Folge haben wir die letzten zwei Maps gespielt, die ich noch nicht kannte. Und ich habe so ein bisschen entschieden, dass Schwarzwald meine Lieblingsmap ist. Mir macht der Modus so viel Spaß, ich habe mir in der Pause gerade überlegt, vielleicht mache ich das so, dass ich lade ja normalerweise 3 Overwatch Rank Folgen pro Woche hoch und vielleicht mache ich das so, dass ich eine neue Playlist erstelle und pro Woche eine 3 gegen 3 Map safe kommt. Habe ich mir so überlegt, könnte cool werden. In nächster Zeit wird es sowieso schwer mit Rank Folgen, weil das Rank ja jetzt, ab morgen ist es ja deaktiviert, ist ja noch ein Tag da, das sehen wir hier. Von daher muss ich mir da irgendwas einfallen lassen. Vielleicht spielen wir jetzt erstmal in letzter Zeit sowieso ganz viel, in nächster Zeit sowieso ganz viel 3 gegen 3. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, auch wenn Rank wieder da ist, dass wir vielleicht ein bisschen öfter 3 gegen 3 spielen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mir das auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich habe darauf Bock und wenn ihr gar keinen Bock habt, dann spiele ich das halt irgendwie außerhalb der Aufnahme. Aber ich denke, 3 gegen 3 kommt ganz gut an. So, ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich hoffe, wir kriegen geile Maps. Wir sehen uns gleich im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen Echo Point Antarktis. Leider keiner der neuen Maps, aber die habe ich ja in den letzten Folgen schon vorgestellt. Aber wir nehmen es mal an. Schauen mal, was unsere Leute picken. Ein Hanzo. Standard Roadhog Pick, Fragezeichen. Oh, war ja Standard Roadhog Pick, damit ich mich heilen kann. Ohne Heilung werde ich ganz schön am Sack sein. Wie jetzt haben wir 2 Sniper, das ist irgendwie dumm. Ich bin immer vom Level her der Höchste. Das ist mega ärgerlich, weil ich halt kurz vor 100 bin. Ich finde ich ein bisschen seltsam. Ich will nicht der Höchste sein vom Level her. Dann wird von mich was erwartet. Okay. Ich werde einfach mal ein bisschen aggro gehen. Lol. Ich bin ganz schön der Noob. Der hat kaum noch Leben. Wo ist er denn? Ach komm. Lol, beide tot? Oh Gott, ich treffe gar nichts. Ach was. Ja gut, gegen alle kann ich auch nichts machen. Ja okay, das war halt abzusehen, dadurch, dass wir 2 Sniper im Team haben. Wa? Snipen ist halt, ich weiß nicht, die sind halt, wenn die halt ihr 1-on-1 nicht gewinnen, ne, dann sind die halt super im Sack. Und die wechseln nicht mal. Nein. Okay, versuchen wir mal mit scheiß Teammates zu gewinnen. Das ist jetzt der Plan. Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller sein sollen, um jemanden rauspicken können. Die Diva wollte ich halt dann irgendwie, aber das ist eigentlich doof. Ich hätte, als Sombra war halt schwer. Ich hätte nach dem McCree gehen sollen direkt. Ja! Okay. Das habe ich gut runtergespielt. Okay, ich kann hocken. Ach, fuck. Scheiße, ich habe meinen Hook verkackt. Wo ist er denn? Ach, komm. Nahkampf. Okay. Die haben diesmal, haben die Gegner, die Teammates von mir auch ihr 1-on-1 gewonnen. Ihr 1-on-1 gewonnen. Okay, jetzt können wir halt die Champions nicht mehr nehmen. Pharah pickt er ein, okay. Ah, scheiße, was picken wir denn? Boah, ich habe echt keinen Plan. Oriza. Oriza ist, glaube ich, ganz gut auf der Map hier. Oriza. Okay. Go-Go Gadget. Rechts lang gefällt mir am meisten, also machen wir das. Okay. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Ich habe das Gefühl, unter uns ist einer. Da ist ein Reinhardt irgendwo. Haha. Okay. Okay. Die Mercy muss ich halt bursten, wenn dann. Okay, ich nerv die einfach von hier unten. Oh oh. Scheiße!
Ja, Heilung verstärkt. Oh Gott, das war ultra behindert. Nein, wie wir die nicht töten können. Oh Gott, wie bad. Oh fuck, diesmal werde ich nicht gerettet, oder? Alter, lol. Das war ja mega, das Clown-Festival. Lol, ich habe halt nicht geschafft, den Reiner zu töten. Er war so low. Er hat ihn wieder belebt. Oh Gott. Oh, scheiße. Ja, er muss auch zum Kontrollpunkt. Ich weiß ja jetzt auch, wie das funktioniert seit der ersten Folge in der Session hier. Ach, kacke, ey. Das hätten wir so gut... Die Anne hat mich so krass geheilt, ne? Zählt das? Spielentscheidendes Ziel. Okay. Der hat keine Chance, oder? Oh, war ja. Er hat Ulti. Nein. Warum? Er hätte einfach Nahkampf-Ulti machen sollen. Oder überhaupt nicht Ulti, weil Ulti... Selbst wenn er einen killt, das bringt halt gar nichts. Ach, kacke, ey. Okay, picken wir den hier, ja. Mit Arisa. Oh, ich hab so verkackt. Wie wir den nicht töten konnten. Ich wurde halt übel gut geheilt, dann habe ich auch richtig geballert. Aber dann lag auf dem Boden. Da hätte ich schon aufhören sollen. Ach Gott, das war fail. Wie krass ich geheilt worden bin, ey. Ich dachte, ich bin sowas von tot. Hallo? Die kann ich fokussen, das ist gut. Oh, schlafen. Töte! Sie! Oh Gott. Oh, scheiße. Ich muss weg. Ich muss geheilt werden. Ist hier noch wer? Ach da, der Lucio. Ach, scheiße. Okay, er heilt mich, das ist nice. Der Healer macht echt einen guten Job. Den baller ich jetzt. Ach man, ey, meine Charges sind sowas von kacke. Immerhin habe ich das getroffen. Oh lol. Der Affe wollte ihn töten. Okay, den habe ich. Immerhin kann ich Nahkampf. Wo ist jetzt die andere? Einer fehlt noch. Ist das die Zarya? Die Zyra? Bam, lan. Okay. Okay. 2-2. Wird noch spannend auf der Map. Jetzt kann ich den halt auch nicht mehr picken, ne? Ich will jetzt eigentlich Supporter spielen. Die sollten Tank spielen. Das... Oh, Alter. Leute, wir können das gewinnen. Haben wir denn überhaupt noch Tanks, die wir picken können? Ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung. Das wäre... Keiner von denen kann mich halt beschützen, weißt du? Ich werde einfach mit denen rushen. Hölle. Nein! Och, Mann. Ach, komm. For real? Ich komme nicht mehr zu denen. Ich bin ganz alleine. Wo war er? Hinter mir. Baller ihn. Wow. Alter. Ich habe halt auch mega das Kack-Team. Der hat gar nichts gemacht, der. Ach, kacke. Der Genji hat gar nichts gemacht. Die hätten irgendeine Tank picken sollen. Ich wollte Heiler spielen. Die haben halt einen DD, einen Heiler und dann einen Tank auch noch gehabt. Ach, kacke. Das letzte Match haben wir übel gefroht. Das war mega der Throw. Okay. Ach so. Weil er eine Million Jahre lang überlebt hat. Ach da, okay. Da habe ich auch noch voll lang überlebt. Na dann, er ist ihn getötet. Lol, wie einfach ultet. Lol. Ach man, das ist mega gemein gewesen. Scheiße. Riser, das Ding hätten wir gewinnen können. Und das zum Schluss verstehe ich nicht, warum. Was, die Picks, ne? Die Picks von denen. Der Lucio war übel gut. Also der Heiler. Der hat nachher Junkrat gespielt, aber der Genji konnte ja gar nichts.
Also for real, konnte gar nichts. Ich habe auch nicht perfekt gespielt, aber holy shit. Naja, ich würde sagen, ja, wie immer mache ich 2-3 gegen 3 Matches, weil sonst wird die Folge zu kurz. Wir sehen uns dann gleich wie immer im Match. Bis gleich. Hallo, da sind wir auch schon wieder. Necropole spielen wir wieder. Mega die interessante Map, auf jeden Fall. Weil das halt so kurz ist, bis man da ist, ne? Das ist halt instant. Okay, wir haben schon mal einen Healer. Dann nehme ich doch einfach einen Roadhog. Ihr seht, ich bin echt übel der Fan von Roadhog. Wobei ich in letzter Zeit nicht gut damit performt habe. Okay, jetzt haben wir McCree. Dann nehme ich kurz. Okay, Reinhardt. Passt einfach besser, wenn wir dann hier einfach verteidigen. Da sind sie auch. Lol, jetzt sind wir aus der anderen Seite rausgegangen. Warum ist mein Team mir nicht gefolgt? Leute. Müssen wir schon folgen, ne? Damit ich euch Schild geben kann. Okay, wo ist unser anderer? Der soll... Da ist er. Oh Gott, wie risky die spielen. Ich will es halt zu beiden, wisst ihr? Okay, gehen wir dahin. Alter, wie nah die jetzt gehen. Die sind halt echt YOLO unterwegs. Ihr müsst mich vorlassen, Leute. Ich verstehe nicht, warum der mich nicht einfach vorlässt. Ich verstehe es nicht. Das war jetzt schon die ganze Zeit übel greedy. 2 gegen 1. Okay. Spielen wir das vorsichtig, okay? LOL. Der hat meinen Hook abgebrochen. Ach komm. What the fuck? Der hat meinen Hook abgebrochen. Der hat instant gehookt. Wie kacke war das denn? Ach scheiße, ey. Ach, wie blöd war das denn? Der hat halt instant gehookt. Mein, der Soldier ist einfach... LOL, der ist Level 4? Was? Der ist halt übel YOLO reingegangen. Ich reg mich in dieser Folge ganz schön viel auf. Ich will halt gewinnen, wisst ihr? Wie der reingegangen ist, war ja insane. Der hätte mich halt einfach nur vorgehen lassen müssen. Den Homons. Der geht jetzt ganz alleine. Alter, wie man hier hoch kann, lol. War ich noch gar nicht. Ach man, scheiße. Können wir den mal töten? Warum ist der ganz alleine? Ist denn sein Team? Ich habe das Gefühl, hier werden bald Fallen auftauchen. Von Sombras oder sowas. Ha, Leute, die haben 2 gekillt. Okay, jetzt nur noch die hier. Wow, ich habe nichts gemacht. Der Soldier hat den sogar noch getötet. Der Level 4 Soldier. Ach man, jetzt kann ich den nicht mehr nehmen. Scheiße. Wollen wir ein bisschen YOLO picken? Eigentlich nicht. Ich will eigentlich gewinnen. Kein Bettchen picken. Und gucken, ob unser Team folgt. Okay, dann nicht. Okay, so. Letzte Sekunde gepickt. Hätte sein können, dass jemand noch einen Reinhardt nimmt. Das hätte halt ganz gut gepasst. Alter, kann er mal hinter meinem Schild bitte bleiben? Geil, bleib einfach hinter meinem Schild. Das ist der Soldier, der Level 4 Typ. Einfach hinter meinem Schild bleiben. Oh Gott. Charge! Ja! Lol, ich hätte noch ein Leben. Okay, ich habe einen gekillt. Ich war Wolf. Was war das denn? Der hat gegen das Riser-Schild geballert. Alter, wie lange ich da überlebt habe. Mega bescheuert. Da waren halt danach auch alle. Okay, ich würde sagen, zum Schluss guten Affen. Guten alten Affen oder Orisa. Orisa.
Ich sage immer Oriza, aber ich glaube, das ist einfach nur Englisch ausgesprochen. Oriza. Du kannst natürlich auch Deutsch aussprechen. Oriza. Mega behindert. Oriza ist viel cooler. Rise, Alter. Okay, go, go, Gadget. Okay, da kann ich gut drauf ballern. Da wurden alle weggecharged. Okay, kann ich die irgendwie in den Abgrund holen? Nee, oder? Sind die bei mir? Natürlich nicht. Leute, warum geht ihr denn alleine rum? LOL! Was hat mich gebürstet? Der Soldier? Ich glaube schon. Scheiße, ich wollte gerade meinen Teil anmachen. Oh lol. Ich wollte gerade mein Ding anmachen, damit ich nicht so viel Damage bekomme. Wie er aus der Entfernung. Der Typ, der ist Level 4 und spielt nur Damage. Oh Gott. Oh, so ein Mist. So ein Kack. Wir müssen krasse Taktiken machen. Symmetra! Fragezeichen? Steigt mein Team darauf ein? Schauen wir nicht. Der andere Typ pickt sowieso nur Damage, weißt du? Auch Risa ist schon nicht spät gewesen. Oh, der pickt nur Damage. Oh Gott, ey. Der pickt halt nur Damage. Und spielt mit einem 100er zusammen. Ah, dem will ich auf jeden Fall nichts geben. Ich sollte den hier... Lifesteal, den sollte ich vertrauen. Okay, mach Damage. Den anderen ignorieren wir jetzt einfach mal komplett. Reaper versucht irgendwie zu flanken. Die am besten. Das ist gar nicht mal so schlecht für uns. Mit unserem Flanker. Oh Gott. Die haben eine Symmetra, ne? Ich soll zu dem anderen gehen. Ich vertraue dem anderen mehr. Die haben keinen Healer mehr. Kann ich bitte den Reaper heilen? Bevor der YOLO reingeht? Reaper! Nein! Alter, das war knapp, ey. Du bist fast ultra YOLO reingegangen. Ich habe fast meine Ulti. Was ist meine Ulti? Ich will meine Ulti machen. Komm, stirb! Ich will meine Ulti machen, stirb! Oh. Ach man, schade. Bam, kaputt. Ja, okay, das haben wir noch gewonnen. Ich finde aber, da habe ich sehr viel gecarried mit Mercy. Aber ohne den Heal wäre ich ganz schön im Sack gewesen. Die haben ja so viel Damage bekommen. Der Junkrat am Anfang hatte so viel Damage bekommen. Wir haben ja halt ein bisschen reingeballert, ja. Das war das Highlight, wow. Der hatte auch fast seine Ulti, lol. Wie der einfach draufgeballert hat. Immerhin haben wir gewonnen. Immerhin. Es reicht aber leider nicht für eine Box, soweit ich weiß, ja. Ganz knapp noch. Schade, keine Box. Dadurch haben wir auch keine Box bekommen. Oh. Naja, eine Folge mal ohne Box. Ja, 3 gegen 3 macht ultra Bock. Das erste Match war ein bisschen blöd hier auf Antarktis. Bei dem zweiten hatte ich auch irgendwie Kack-Teammates. Irgendwie liefen die zwei Folgen davor besser, habe ich das Gefühl. Trotzdem, wie gesagt, denkt nochmal drüber nach, ob ihr einmal pro Woche standardmäßig einen 3 gegen 3 haben wollt. Und dann halt zwei Folgen Ranked nur. In nächster Zeit wird sowieso ein bisschen schwieriger mit Ranked, weil es halt ausgeschaltet wird. Season endet halt in einem Tag. Dafür werde ich mir aber eine goldene Waffe machen können, wo ich keine Ahnung habe, für wen ich die mache. Ich weiß es echt nicht, Da muss ich mir echt nochmal Gedanken drüber machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.